Bürgerfunk bei Radio Köln. Herzlich willkommen, hier ist der Freie Lokalrundfunk Köln mit der Sendung Hotspot. Mein Name Raphael Netolitzki. Heute Abend geht es um ein virulentes Thema, Tanz gegen G20. In ein paar Tagen, im Juli, wird der G20-Gipfel in Hamburg stattfinden. Es gibt einen Gegengipfel und ganz viele Demos gegen G20. Und wir haben im Folgenden drei Herren eingeladen, Dom, Florian und Jesko von Tanz gegen TTIP und von der IL, von der Interventionistischen Linken. Und die erzählen uns, worum es geht gegen G20 in Hamburg. Dabei ist eine DJ-Crew, die wird nämlich beim Tanz gegen G20 unter anderem auflegen. Und wir werden in dieser Sendung die Musik von dieser DJ-Crew Zwischenmiete hören. Zwischenmiete hat einen Podcast, der heißt ganz genauso, der Zwischenmiete-Podcast. Dort haben sie ihre Musik deponiert. Da gibt es aber noch ganz viele andere Geschichten von Techno bis Hausmusik und vielem mehr. Schaut einfach mal rein. In Hamburg legt Zwischenmiete, wie gesagt, auf. Und nach der kommenden Musik von Zwischenmiete geht's in die Sendung. Wie angekündigt, geht es heute um das Thema G20. In Hamburg werden demnächst einige Aktionen gegen G20 stattfinden. Grund dafür ist der Gipfel, der Gegengipfel und wie gesagt einige Gegenaktionen. Wir haben drei Herren hier sitzen heute Abend und Sie hören es, liebe Hörer, wir sind heute nicht im Studio, sondern wir haben uns unterwegs in Köln hier getroffen aus logistischen Gründen. Wir fangen an mit den beiden Herren von Tanzen gegen TTIP, denn ihr beide werdet über das Tanzen gegen TTIP berichten. Ja, fangen wir erstmal an. Hallo, ich bin der Florian und genau, auch zur Gruppe Tanzen gegen TTIP. Und jetzt denken sich natürlich viele, warum Tanzen gegen TTIP? Wir machen noch was gegen G20, das ist richtig. Wir haben im Prinzip im letzten Jahr schon Demos in Köln gemacht, die halt auch vor allem gegen TTIP waren und wo wir auch aufklären wollten, was das CETA-Abkommen ist und generell, was diese Handelsverträge sind. Und es ist halt immer so die eine Möglichkeit natürlich, ich sag jetzt mal, so eine typische klassische Demo zu machen. Und wir wollten das Ganze ein bisschen mit Musik und mit Tanzen begleiten. Das heißt, dass die Leute auch so ein bisschen Spaß dabei haben und dennoch natürlich auch Aufklärungsarbeit stattfindet, indem man einfach untereinander quatscht, Flyer verteilt werden. Ja, und für uns ist natürlich jetzt auch unheimlich wichtig, nach Hamburg hochzufahren gegen den G20-Gipfel, um da auch laut zu werden, aber nicht nur laut im Protest im Allgemeinen, sondern vor allem auch die Musik, die Bässe sprechen zu lassen, Leute zu motivieren, sich generell der großen Demonstration anzuschließen. Und genau, wir wollen einen lautstarken, aber auch musikalisch begleiteten Protest halt in Hamburg machen. Ja, kommen wir zu einem zweiten Herrn. Stellst du dich auch kurz vor und vielleicht an dich dann gleich dann auch die Frage, warum gerade diese Art, diese Protestform, Tanz als Protestform? Ja, hallo, mein Name ist Jesko. Ich bin auch Mitglied der Gruppe Tanzen gegen G20, Tanzen gegen TTIP. Und warum die Protestform des Tanzens? Es ist so, wir sind alle junge Leute, also alle eine Gruppe von ambitionierten jungen Menschen, die Grund genug dafür sehen, auf die Straße zu gehen, etwas zu verändern. Und die Grundidee lag darin, dass klassische Demos manchmal einen sehr eintönigen, faden Weg vor sich hinnehmen und immer nur gebrüllt wird. Unsere Idee war, dann lass uns doch einfach mal den Tanz auf die Straße bringen, so das Fröhliche. So, Politik soll nicht immer nur langweilig und blöd sein, Politik soll Spaß machen. Unsere Aktionsform des Tanzen, der Tanzdemo, ein Zug, der sich tanzend durch die Straßen fortbewegt, ist ja natürlich nicht von uns erfunden, so, sondern eine bekannte Idee. Und ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr anziehend ist für viele Menschen, wenn sie sehen, dass Menschen auf einer politischen Aktion Spaß haben und wirklich den Spaß an der Freude und den Spaß am Tanzen mit der Politik verbinden. Wir haben noch einen dritten Herrn, der kommt von der IL, von der Interventionistischen Linken. Kannst du ein bisschen was zu deiner Gruppe sagen und was macht ihr in Hamburg und was ist deine Motivation, daran teilzunehmen? Also ich bin Dom von der IL Köln. Die IL oder länger Interventionistische Linke ist ein Zusammenschluss von linksradikalen Gruppen im deutschsprachigen Raum. Also ungefähr 30 Städte sind das mittlerweile. Wir sind vor allem bekannt über die Mobilisierung von massenhaften zivilen Ungehorsam, also von Ende Gelände über Blockupy in Frankfurt, über Castor Schottern und viele andere, aber auch vor Ort in vielen Basisinitiativen aktiv gegen steigende Mieten, also Recht auf Stadt und in Bündnissen gegen Rechts. In Hamburg sind wir Teil verschiedener Aktionen. Also grundsätzlich, das, was in Hamburg passiert, passiert in einem Dreiklang. Das heißt, es gibt einmal den Gegengipfel der globalen Solidarität, wo einfach
unsere Alternativen diskutiert werden und das miteinander verhandelt wird. Und das passiert von Mittwoch auf Donnerstag. Da sind wir unter anderem mit inhaltlichen Workshops beteiligt. Am Freitag dann wird es Block G20 als eine große Aktion geben, wo wir versuchen, den Gipfel zu umzingeln, also zur roten Zone vorzudringen und sie mit unseren gesellschaftlichen Alternativen und mit einem rebellischen, widerständigen Ausdruck zu umzingeln und die rote Zone bunt zu machen. Und am Samstag dann eben die Großdemo Grenzenlose Solidarität statt G20. Unsere Losung ist Rebellion entsteht aus Hoffnung, Hoffnung entsteht aus Rebellion. Und das ist so ein bisschen unsere Erzählung auch für Hamburg, die wir versuchen auf die Straße zu tragen. Jetzt an der Stelle sind mir so zwei, drei Sachen aufgefallen. Du sagst, das ist ein Zusammenschluss aus linksradikalen Gruppen. Du hast das Wort radikal auch selber benutzt. Dann hast du das Wort Rebellion benutzt. Siehst du dich selbst als linksradikal in dem Sinne an? Ja, auf jeden Fall. Also für mich bedeutet radikal erstmal einfach nur, dass wir einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandel anstreben. Das heißt auch einen Bruch mit dem Bestehenden suchen und das vertreten wir ganz offen. Wir arbeiten in breiten Bündnissen zusammen mit verschiedenen Akteuren und machen kein Geheimnis daraus, dass wir irgendwie eine grundsätzliche Veränderung wollen, dass wir nicht glauben, dass es mit dem Kapitalismus so weitergehen kann und die bestehende Ordnung einfach grundsätzlich anhand der Bedürfnisse der Menschen orientiert sein müsste und das im Moment davon nicht der Fall ist. Und das ist für mich radikal. Also genau. Ich sag mal, solche Formen in der Gesellschaft als Gruppe aufzutreten, die Regeln bricht oder Regeln überschreitet, wird ja insbesondere so vom konservativen Lager eher sehr kritisch gesehen, beziehungsweise wird dann auch negiert. Wie ist das so, wenn man die Stoßrichtung über diese Art und Weise macht, Regeln zu brechen? Glaubt ihr, dass ihr wirklich damit in erster Linie ins Ziel kommt, zum Beispiel Polizeiketten zu durchfließen, wie du es vorhin im Vorgespräch auch gesagt hast? Oder kannst du dir vorstellen, dass es nicht letztendlich euren Zielen auch eher schaden könnte? Gerade in der Form, die wir wählen, häufig von zivilem Ungehorsam, wo wir eben zum einen also ankündigen, was wir sagen, also den Regelübertritt politisch formulieren und dann eben Leute dazu ermutigen, mitzumachen und eben auch darin transparent zu sein und die Leute, die das legitim finden, einfach zu ermutigen, diesen Regelübertritt zu wagen. Und ich würde sagen, da ist zum Beispiel Dresden Nazifrei ein super Beispiel für die am Ende Verhinderung des größten Nazi-Aufmarsches in Europa, der immer weniger TeilnehmerInnen erreichen konnte, weil es unattraktiv geworden ist, weil sich dem viele Leute in den Weg gestellt haben. Und sich dann einzuhaken mit der bürgerlichen älteren Dame zusammen mit Menschen, die sagen, sie sind Antifa. Das ist einfach für mich was, wo die Vielfältigkeit dieses Protestes und die Vielfältigkeit der Leute, mit denen wir gemeinsam eine neue Ordnung irgendwie auch anstreben, irgendwie sichtbar wird. Und darin sehe ich sehr viel Potenzial. Ich höre das, denn bei allem, was du auf der einen Seite als in Richtung radikal gehend bezeichnet hast, höre ich immer wieder Gemeinsamkeit und ich höre immer wieder die verschiedenen Gruppen zusammen. Kommen wir nochmal zurück zu Tanzen gegen TTIP, beziehungsweise im Moment jetzt in Hamburg gegen 20. Ihr habt eine ganz andere Form, nämlich eine Ausdrucksform miteinander ausgewählt. Ist denn das die richtige Ausdrucksform, um gegen G20 sich zu äußern? Das ist eine von vielen. Also ich finde, das ist ja auch so wichtig für den G20. Das ist ja auch so wichtig. Wir sitzen nun mal jetzt zu dritt hier, aber reden ja eigentlich für ein großes Spektrum, auch was von Köln nach Hamburg nachher gemeinschaftlich fährt. Und es sind viele Aktionen halt einfach wichtig. Es ist natürlich die klassische Demo wichtig mit Transpis, mit Trillerpfeifen, mit lautstarken Sprachchören. Es ist die Musik wichtig. Es sind aber auch ganz, ganz wichtig, gerade diese Aktionen, die einfach auch ein bisschen weitergehen, die sich auch, ich sag mal, ein bisschen näher an diese rote Zone wagen oder auch ein bisschen näher an diesen Gipfel wagen. Aber auch da ist halt immer wichtig zu sagen, radikal wird halt immer so ein bisschen in den negativen Kontext gebracht. Es geht aber auch da um eine friedliche und gemeinschaftliche Protestform, was wir genauso wählen. Wir nehmen halt die Musik, wir haben halt zum Beispiel eine DJin bei uns auch, die dann auflegt. Wir haben Künstler, wir haben Leute, die tanzen, aber auch da werden wir laut sein. Wir werden zwar jetzt nicht unbedingt direkt so diesen Sprachchor wählen, wobei, vielleicht komme ich auch nochmal wieder auf den Wagen drauf. Ich liebe das zum Beispiel auch, da lautstark meine Stimme nach draußen zu bringen. Aber wir werden halt erstmal die Musikform halt wählen. Wir wollen halt, dass die Leute tanzen. Vielleicht auch Leute, die so ein bisschen Bammel haben vor der klassischen Demo, dass sie merken, hey, das ist, ne, gefällt mir, die Musik gefällt mir vielleicht, reihen sich da ein. Und wir sind ja nicht nur
wir, sondern es ist ja eine große Demo, wo auch viele Wagen sind, auch aus verschiedenen anderen Städten, natürlich viel aus Hamburg auch die Präsenz da ist. Das heißt, es werden auch viele verschiedene Musikrichtungen präsent sein, was ja auch wichtig ist. Der eine hört halt gerne elektronisch, der andere möchte es gerne ein bisschen rockiger, der andere hört gerne ein bisschen Hip-Hop. Genau, und wie gesagt, um es kurz zu fassen, eigentlich ist es halt ein Teil der Protestaktion oder der Protestform. Die finden wir gut, wir sehen da auch gewisse Ziele, weil wir einfach andere Menschen erreichen, aber wir sind nur ein Teil und alle, die da sind und vor Ort sein werden, sind wichtig. Wir haben jetzt ganz viel über Demonstrationskultur im Grunde gesprochen, also ob es jetzt der zivile Ungehorsam ist, also das bewusste Entgegensetzen des eigenen Willens, indem ich sage, das mache ich so nicht mit, ich stelle mich da jetzt dagegen, ich bin jetzt nicht mehr das Öl, sondern vielleicht auch der Sand im Getriebe dieses ganzen Systems. Aber jetzt vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen drauf gucken, was passiert denn da jetzt inhaltlich? Ihr geht jetzt an den Start, alle miteinander in dem Fall, gegen G20. Was ist da ganz konkret die Motivation? Warum seid ihr gegen G20 und was ist eure Botschaft? Was ist euer Wille? Was wollt ihr damit verhindern? Die Frage ist, was wir erreichen möchten. Erreichen möchten wir, dass die wirtschaftsmächtigsten Staaten unserer Welt einsehen, dass ihr Egoismus und die Art, mit der sie diese Welt führen, in keiner Weise verträglich damit ist, dass 7 Milliarden Menschen hinter ihnen stehen müssen. Das heißt, wir stehen dafür ein, dass wir gemeinsam mit allen Menschen auf dieser Welt ein friedliches Miteinander haben, was auch dazu führen muss, dass die Politiker dieser Welt alle gemeinsam, die uns als Menschen vertreten, zeigen, dass sie für uns stehen und nicht gegen uns. Genau das ist der Punkt, warum viele Menschen auf die Straße gehen, weil sie das Gefühl haben, dass die Politiker, die uns vertreten sollen, es eben nicht tun, sondern die Interessen der mächtigen Konzerne vertreten und nicht die der Mehrzahl der Bürger. Und das ist das, wofür wir auf die Straße gehen. Dafür, dass wir vertreten werden, dass wir zeigen, hey, wir sind hier, wir sind Menschen dieser Welt, wir sind Bürger dieses Landes, dieser Welt, dieses Kontinents und wir fühlen uns eben nicht richtig vertreten. Wir haben kein Interesse daran, dass Großkonzerne immer mächtiger werden und der kleine Mann, die kleinen Menschen immer ärmer und immer weniger Recht bekommen. Eine flammende Rede hier von Jesko. Es geht in Hamburg ganz konkret um G20. Es geht um die 20 größten Industrienationen dieser Welt. Es geht um Handelsabkommen, wie wir sie eben schon angesprochen haben, um TTIP. Das ist das Abkommen zwischen den USA und Europa, was ja im Moment so ein bisschen im Schleppen ist. Es geht um CETA zwischen Kanada. Es geht um andere Handelsabkommen. Kann von euch jemand ein bisschen über die Hintergründe dieser Handelsabkommen Stellung nehmen? Man sagt auf der einen Seite, das Positive ist, dass die großen Konzerne mehr zusammenarbeiten können, dass die Handelszonen sozusagen vereinheitlicht werden können. Aber was bedeutet das zum Beispiel für Kleinunternehmer? Was bedeutet es für die Bürger der Länder, die Einwohner der Länder? Und welche Schattenseiten hat das? Wer mag da was zu sagen? Ja, also diese Freihandelsabkommen, das ist halt immer so ein sehr mächtiges Thema. Es klingt ja auch erstmal schön, Freihandel, klingt nach Freiheit. Und das Problem oder generell die Schwierigkeit auch in unserem Kapitalismus-System ist, dass man gar nicht so dieses Negative im Handeln halt auch sieht, also von diesem wirtschaftlichen Handeln. Es wird ja natürlich auch suggeriert, es soll Arbeitsplätze schaffen, gerade weil halt diese Großkonzerne besser sich vernetzen können, besser zusammenarbeiten können. Man spricht davon, Zölle ganz sogar teilweise auszusetzen, das heißt auch, dass dann Warenkreisläufe günstiger werden. Und hier kommen wir letztendlich auch schon in diesen Eckpunkt. Gerade diese Zölle sind halt das Thema. Gerade wenn die größten Mächte, und jetzt haben wir nochmal die G20, aber ich sage jetzt einfach mal gerade die großen Wirtschaftsmächte wie die USA, wie aber auch die Europäer, wenn wir auch noch hier anfangen, diese ganzen Warenkreisläufe sogar zollfrei durchlaufen zu lassen, sind genau die Nationen oder auch gerade diese Länder, haben einfach ihre Probleme, weil die oft dann auch noch mit Zöllen gebeutelt werden. Wir letztendlich dann auch gerade die Länder, die eh nicht so reich sind oder beziehungsweise nicht so das Geld haben, nicht diese Infrastruktur, haben einen noch schwierigen Zugang zu unseren Märkten, also zu den europäischen oder auch den US-Märkten. Letztendlich führen wir genau diese Kapitalpolitik dann fort, dass letztendlich die Großkonzerne und auch die reichen Länder immer mehr von dem Kuchen abbekommen, immer reicher werden und die Leute, die es eh schon schwer haben, immer mehr Schwierigkeiten bekommen, an diesem Zugang teilzuhaben. Es ist halt einfach ungerecht und diese Ungerechtigkeit darf halt nicht so fortgeführt werden. Und da muss ich auch einfach dann genau das, was die EL will, sagen. Dieses System, dieses Kapitalismus sehe ich einfach in Grenzen gesetzt und wir haben diese Grenzen schon längst überschritten und es ist einfach an der Zeit, aufzuzeigen, dass es anders gehen kann und deswegen finde ich halt auch super, dass es einen Gegengipfel gibt, dass man sich da auch nochmal zusammensetzt und wir kommen letztendlich auch deswegen vom Spektrum mit den Freihandelsabkommen,
Und da ist auch diese Verzahnung ganz eng halt mit G20, weil es genauso da auch wieder um die Wirtschaftlichkeit geht, um das Kapital, und dem wollen wir einfach auch Einhalt gebieten. Dom, er hat dir jetzt als Vertreter der IL ein bisschen den Ball zugeschossen. Ich möchte da ein bisschen nachtreten. Wenn das schon nicht die richtige Form ist, diese Freihandelsabkommen, die wir jetzt haben, und diese gesamten Entwicklungen, die wir ja letztendlich in den letzten Jahrzehnten haben als Vorbereitung für diese ganzen Handelsabkommen, siehst du einen Gegenentwurf oder hat die IL oder gibt es da einen Gegenentwurf? Ich würde vielleicht noch mal kurz woanders ansetzen, weil ich nicht finde, dass der G20-Gipfel unter dem Vorzeichen des Freihandels steht, sondern wenn man sich anguckt, was da eigentlich gerade passiert in der letzten Zeit geopolitisch, wird sozusagen dieses Freihandelssystem ja von rechts in Frage gestellt. Also es gibt eine Globalisierungskritik von rechts, es gibt den Brexit, es gibt Trump in den USA, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Symptomatik dessen, was da verhandelt wird. Also so ein Konsens, ein neoliberaler Konsens, den es gab, der bröckelt, die Unordnung des Bestehenden wird versucht, da irgendwie zusammenzuhalten, und man versucht, sich zu arrangieren mit denjenigen, die da irgendwie Unordnung reinbringen. Und gleichzeitig ist es ja eine Gegenüberstellung von falschen Alternativen. Also bin ich jetzt irgendwie, weil ich gegen Trump bin und was der da an autoritärem, reaktionärem, rassistischen, antifeministischen Politiken tut, bin ich deswegen für Merkel. Und ich glaube, das ist was, was aufgebrochen werden muss. Und ich glaube, das ist was, wo wir überhaupt erstmal wieder eine Sichtbarkeit herstellen müssen zwischen diesen falschen Alternativen von den vernünftigen Neoliberalen, also der sogenannten Mitte, und dieser rechten Unvernunft. Also so ist irgendwie im Moment die zentrale Erzählung, und dann hält man sich eher an Merkel, die da versucht, Putin, Erdogan und Trump irgendwie im Zaum zu halten. Aber mit was denn? Also was ist denn sozusagen das, was da verhandelt wird? Und ich glaube, so rum muss man das aufziehen. Und ich glaube, deswegen ist es auch was, wo wir sagen, es braucht so ein Zeichen der Hoffnung, wo die Rebellion und wo die vielfältigen Widerstände, die es gibt, überhaupt erstmal sichtbar werden. Also wo von den Gebieten der kurdischen Selbstverwaltung in Nordsyrien, wo Menschen versuchen, ein anderes Gesellschaftssystem aufzubauen, über Leute, die sich zur Wehr setzen gegen Zwangsräumung, und aus diesem heraus eine Idee von Solidarität transportieren, die dann, also wir haben das nicht fertig ausbuchstabiert, aber ich würde sagen, dass es wichtig ist, dass wir uns das überhaupt wieder vorstellen können und dass es sichtbar wird und dass daran anknüpfend die Hoffnung auf ein grundsätzlich anderes eben uns auch motiviert. Und da finde ich dann zum Beispiel auch die Vielfältigkeit des Protests und zum Beispiel Tanzdemos auch was, wo eine Lebendigkeit auch gefeiert wird, die zentral ist, um so einen Gegenentwurf irgendwie auch gegen die organisierte Traurigkeit des Bestehenden irgendwie zu wenden. Und ich würde es eher so rum aufziehen. Okay. Ja, kuscheln tut ja gut. Das macht uns Frau Merkel ja regelmäßig vor, schon seit Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt. Die Mittelmäßigkeit ist halt eben auch nur eine Mäßigkeit, wie wir ja regelmäßig, um das Wort weiterzuführen, feststellen können. Aber mir fehlt jetzt dann doch so ein bisschen die Fortführung des Ansatzes. Wir fahren jetzt nach Hamburg. Wir organisieren eine große oder viele große Demos in verschiedenen Ausdrucksformen, die jetzt auf diese Ist-Zustände hinweisen und vielleicht auch ein bisschen Wachheit nochmal bei den Einzelnen schaffen sollen, so habe ich das bei euch rausgehört, für das, was jetzt ist und für das, was man eventuell machen kann. Aber ich will jetzt nochmal auf diese Möglichkeit eines Gegenentwurfs hinaus, denn oft wird ja gerade von den Randspektren links, rechts gesagt, ja, sie haben viel zu meckern. Ich provoziere jetzt mal ein bisschen, Sie haben viel zu meckern, aber einen sinnvollen Gegenvorschlag haben Sie jetzt auch nicht parat. Jetzt wäre so eure Chance oder eure Gelegenheit so ein bisschen, ich weiß, ihr drei seid jetzt, könnt es jetzt auch nicht rausreißen in dem Sinn, aber es muss ja auch ein bisschen was dahinter stehen. Was kommt nach Hamburg zum Beispiel, wäre an dieser Stelle die Frage, oder was könnte man sich vorstellen als einen Entwurf, der letztendlich das, was sich in den Freihandelsabkommen widerspiegelt oder ausdrückt, nochmal ein Stück gerade rücken könnte oder revidieren könnte. Hat da jemand einfach eine Idee von euch? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, wie Dom gerade auch gesagt hat, im Kopf haben, dass wir eben nicht den Masterplan haben. Also ich verstehe deine Frage sehr gut. Ich verstehe auch, dass es spiegelt im Prinzip genau die Frage wieder, so wenn wir denn wogegen sind, wenn wir mit tausenden Menschen gegen etwas auf die Straße gehen, haben wir denn was, wofür wir sind? Und ja, wir haben ganz klar etwas, wofür wir sind. Aber es ist eben nicht dieses ausperfektionierte System, wo wir sagen, genau so und so soll es funktionieren, sondern es ist eine Idee. Ich denke, wir gehen maßgeblich für Ideologien auf die Straße. Und diese Ideologien beinhalten, ohne jetzt es
konkret systematisch auszuführen, konkret beinhalten, dass jeder Mensch, der lebt, ein Recht darauf hat, beziehungsweise die Möglichkeit hat, sein eigenes individuelles Recht auszuleben und sein Leben seiner Maxime zu widmen. Das heißt, jedes Individuum muss so frei sein dürfen, zu tun und zu lassen, was es möchte, ohne von systemischen Zwängen zu Dingen getrieben werden, die es quasi nicht möchte. Wir können jetzt in Wirtschaftssysteme reingehen oder in verschiedene alternative Geldsysteme, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, oder gibt es ja eine ganze Palette von. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir im Kopf behalten, wir gehen nicht dafür auf die Straße, um ein perfektes System, was wir schon ausgearbeitet haben, abzulösen, sondern wir sind alle Mitglieder dieser Gesellschaft. Und irgendwo haben wir auch dieses bestehende System alle mit aufgebaut und halten es auch noch mit am Leben. Auch wenn ich jetzt für 3 Tage nach Hamburg auf die Straße gehe, mit meinen Aktionen, mit dem, was ich tue, halte ich das System immer noch am Leben. Und darum geht es quasi, gerade die Frage, was ist nach Hamburg? Ganz wichtig ist das Bewusstsein des eigenen Lebens, des eigenen Konsums und mit dem, was ich mit meiner Energie und meiner Zeit habe, anstelle. Sei es jetzt, wenn ich mich, wie es in Köln zum Beispiel die Solawi gibt, die eigene regionale Produkte anbaut, ohne von Großkonzernen abhängiges Gemüse zu kaufen oder Obst. Solche Konzepte oder eigene kleine Initiativen, das ist so das Wichtige, wofür es quasi geht, worum es geht, dass wir den Widerstand leben, gerade nach Hamburg. Also natürlich ist es wichtig, auf die Straße zu gehen, und es setzt ein großes Zeichen, wenn 100.000 Menschen gemeinsam gegen die große Weltordnung, gegen die kapitalistische Macht demonstrieren, aber quasi, wenn ich danach trotzdem noch zu Aldi gehe und Neste Produkte kaufe, habe ich damit nichts gewonnen. Und das ist also gerade für mich so der Punkt, der jeden einzelnen Menschen anspricht, und zwar das eigene Konsumverhalten und das eigene Leben so weit umzukrempeln, dass es der eigenen Maxime entspricht. Das heißt, wenn ich Kapitalismus jetzt radikal gesagt abschaffen möchte, dann muss ich mich auch so verhalten und kann nicht nur in Anführungszeichen auf die Straße gehen und danach mich wieder vor den Fernseher setzen. Also erzeugen von einem Bewusstsein, von einer Wachheit, von einer Selbstkritik und auch ein bisschen Änderungsbereitschaft sozusagen. Ihr habt eine Botschaft, die ist, glaube ich, klar geworden. Jetzt braucht ihr dafür noch ein paar Menschen, denn ihr wollt ja nicht alleine nach Hamburg fahren. Deshalb die Frage, was ist angedacht und wie kann man sich als Kölner beteiligen? Hamburg ist relativ weit weg, wenn ich da jetzt hin will oder wenn ich da jetzt so mitfahren soll. Was kann ich tun, was muss ich tun und wo kann ich mich möglicherweise anschließen? Wer kann da was zu sagen? Also wir fahren ja auch letztendlich mit vielen Leuten von Köln aus mit nach Hamburg. Wir freuen uns natürlich noch viel mehr, wenn noch auch Kölner, natürlich auch aus anderen Städten mit nach Hamburg fahren. Da wir jetzt natürlich auf dem Radio Köln ausgestrahlt werden, werde ich jetzt einfach mal natürlich direkt da die Kölner ansprechen. Redet aber genauso mit euren Freunden, mit der Family, dass die genauso mitkommen. Und es gibt viele Möglichkeiten. Natürlich der Klassiker ist, ihr macht einfach eine Mitfahrgelegenheit, beziehungsweise habt vielleicht ein größeres Fahrzeug, fahrt zusammen hoch oder habt ein Busticket oder ein Zugticket. Aber es werden auch extra Busfahrten zurzeit organisiert. Da würde ich momentan einfach auch nur bitten, wenn ihr Interesse an dem Bus habt, bucht es schnell. Und genau, momentan gibt es halt da einige Fahrten. Da könnt ihr zum Beispiel schauen unter busse.g20-demo.de. Genauso gibt es ganz spannend einen Sonderzug, der zurzeit sogar von Österreich ausfährt und fährt dann über Süddeutschland, kommt dann hier durchs Ruhrgebiet und fährt dann nach Hamburg. Und den könnt ihr buchen oder euch einfach mal anschauen unter sonderzug-no-g20.org. Und die ganzen Infos eigentlich auch zu den Demos gibt, oder ist ein Camp geplant. Wir hoffen natürlich, dass es weiterhin auch stattfinden wird. Ist momentan halt noch in Verhandlungen. Es gibt Bettenbörsen. Aber auch die ganzen Informationen zur Demo selber werdet ihr eigentlich direkt fündig unter g20hamburg.org. Und da werdet ihr alle Informationen auch zur Demo, wie gesagt, zu Übernachtungsmöglichkeiten finden. Und kommt einfach zahlreich vorbei, weil es ist wichtig, dass wir zusammen und gemeinschaftlich ja unsere Stimme nach draußen bringen, dass wir uns vernetzen. Und um auch da nur so ein bisschen drauf zurückzukommen, auch wegen so einer Änderung, was passiert nach G20. Wir wollen nicht, dass letztendlich einige wenige über uns urteilen oder urteilen, wie es in Zukunft weitergeht, sondern wir wollen jetzt als Gemeinschaft schauen, wie es weitergeht. Und wenn wir uns vernetzen, wenn wir unsere Ideen austauschen, erst dann haben wir natürlich eine Möglichkeit auch zu sagen, wie kann ich ein anderes Leben führen, wie kann ich mich dem System auf einer friedlichen Art und Weise gegensetzen, wie kann ich letztendlich auch versuchen, diesem Kapitalismus nicht mehr so zu frönen und dann letztendlich auch zu versuchen, eine andere Gemeinschaft auf die Beine zu stellen. Und deswegen ist sie da gefragt und ich freue mich auf euch. Ja, was sagt die IL insgesamt dazu? Also unser Wunsch oder unsere Idealvorstellung ist eigentlich, dass es dann
sowas wie eine Generation Hamburg gibt, so wie es eine Generation Heiligendamm gibt, die 10 Jahre zuvor, wo wir auch das erste Mal die politische Bühne, sage ich mal, betreten haben, dass sich Menschen in den Protesten, dass sie da Teil von etwas werden und irgendwie eine Gemeinschaftlichkeit erleben und eine Widerständigkeit, die sie wieder in den Alltag tragen, die sie trägt. Und mir begegnen im politischen Alltag immer wieder Leute, die sagen so, Heiligendamm war für mich das, wo ganz viel mit mir passiert ist. Und ich glaube, das kann auch eine Motivation sein, für möglichst viele Menschen dahin zu fahren, weil diese Proteste was sind, wo eine grundsätzlich andere Vorstellung von dem, was wir wollen, spürbar werden kann. Und dieses Spürbarwerden und dieses Spürbarwerden mit vielen und auch dieses entschlossene Eintreten dafür ist etwas, was mit mir in meiner politischen Biografie ganz viel gemacht hat und wo ich glaube, dass wenn wir das in den Alltag tragen und sozusagen die anstehenden Auseinandersetzungen, also von Streiks im Krankenhaus über Abschiebungen, also ich finde zum Beispiel das, was die Schüler und Schülerinnen in Nürnberg gemacht haben, das ist für mich ein ganz starkes Zeichen von Rebellion und das macht Hoffnung. Und wenn das an jeder Schule passiert und das zu verdichten in Hamburg und Teil einer Erzählung zu werden, das ist, glaube ich, also für mich ist das sehr attraktiv. Ich hoffe, dass viele mit uns mitfahren und wir ein Zeichen von Rebellion und Hoffnung setzen können. Ich möchte jetzt gerne zu der letzten Runde kommen. Wenn ihr jetzt noch was auf dem Herzen habt, was ihr den Leuten mitgeben wollt, jetzt zum Schluss, sagt nochmal den Termin, wann es stattfinden wird, damit wir uns ein bisschen planen können und einrichten können. Und wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, dann haut es jetzt mit raus. Ja, also wie gesagt, ich kann euch echt nur empfehlen, mit nach Hamburg zu kommen. Es ist einfach wichtig, dass wir ein großes Zeichen setzen. Und um einfach nur mal auf die Daten einzugehen, die meisten werden einfach nur den 7. und den 8. Juli im Kopf haben, wo ja auch der Gipfel, also der G20, stattfindet. Und letztendlich auch am 8. die große Hauptdemo. Es ist aber auch schon vorher Programm. Also am 4. Juli ist im Karo-Viertel, findet zum Beispiel die Claim the Streets statt. Am 5. Juli ist eine Nachttanzdemo anberaumt. Und am 5. bis 6. Juli, halt ganz interessant, ist der Gipfel dann für die globale Solidarität, also im Prinzip die Alternative zum Gipfel der selbsternannten G20. Da einfach mal schauen auf solidarity-summit.org oder einfach mal in der Suchmaschine gucken, wie gesagt, Alternativgipfel oder Gipfel für globale Solidarität. Es gibt die Busfahrten auf der Webseite, die ihr dann auch euch einfach mal anschauen könnt unter busse.g20-demo.de. Der Sonderzug, sonderzug-no-g20.org und eigentlich alle relevanten Informationen findet ihr auf jeden Fall auch unter g20-hamburg.org, wo auch nochmal alles über die Demo, über die Camps, über Bettenbörse, also Schlafmöglichkeiten gesagt wird, Informationen, was überhaupt dann auch vor Ort stattfindet. Und kommt vorbei, fragt eure Freunde, nehmt auch gerne Kontakt mit uns auf, wie gesagt, Tanzen gegen TTIP bzw. TTIPrevolution.org. Schaut einfach mal nach Tanzen gegen TTIP, da findet ihr uns direkt. Nehmt Kontakt mit EL auf, sprecht uns an und wir nehmen euch gerne mit. Wir können euch da auch irgendwie Möglichkeiten vermitteln, wie ihr hochkommt. Fahrt mit uns, wir haben da teilweise auch noch Plätze frei in den Fahrzeugen und dann können wir zusammen da schön in Hamburg was machen. Dom von der EL, dein Statement zum Schluss. Wenn wir jetzt schon bei Technik sind, vielleicht auch nochmal, dass das Kölner Bündnis Köln gegen G20 auch adressiert werden kann. Also ihr könnt auch eine Mail schreiben an köln-gegen-g20@riseup.net und auch da irgendwie letzte Fragen klären. Und wenn ihr euch unsicher seid, weil auch jetzt im Vorfeld einfach ein großes Angstszenario gesponnen wird, dann sprecht uns an. Wir passen aufeinander auf, wir versuchen uns, also es gibt so eine Twitter-Aktion, wo Leute mit Zahnbürsten einfach symbolisieren, so hey, wir sind entschlossen und wenn ihr uns irgendwie erstmal in die Sammelstelle mitnehmt, dann haben wir unsere Zahnbürste dabei und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man, mit welcher Haltung es Sinn macht, nach Hamburg zu fahren. Wenn ihr unsicher seid, sprecht uns an, sprecht mit Freunden in eurem Umfeld und dann sehen wir uns in Hamburg. Ja, dann der Jesko von Tanz gegen TTIP. Ich glaube, von Seiten der Demonstrationen her wurde alles gesagt und es ist einfach wichtig, dafür einzustehen, dass die Zukunft dieser Welt einen positiven Lauf nimmt. Einfach gemeinsam
Natürlich auch im Diskurs. Wir müssen nicht alle im Gleichschritt Richtung ein Ziel gehen. Es ist wichtig, dass wir uns alle immer mal wieder die Köpfe aneinander stoßen und aneinander aufreiben. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass wir einen Diskurs führen, dass wir gemeinsam für Freiheit und Gerechtigkeit einstehen. Und ja, diese Welt hoffentlich zu einem schöneren Ort machen. Dem kann ich nichts hinzufügen. Das muss ich jetzt so stehen lassen. Meine Damen und Herren, das war Hodgepodge, eine Sendung vom Freien Lokalrundfunk Köln, vom FLOK. Wenn Sie auch mal selber Radio machen wollen, dann können Sie montags um 20 Uhr zu uns in die Leyendeckerstraße Nummer 9 kommen. Dort findet immer eine Redaktionssitzung statt für jedermann, jede Frau, die sich auf die Freitagssendung Hörens bezieht und wo man sozusagen einsteigen kann. Eine komplette Sendung, so wie diese zum Beispiel, können Sie dann im späteren Verlauf übernehmen, im regelmäßigen oder unregelmäßigen Turnus, ganz wie Sie das wollen. Nehmen Sie Kontakt auf www.flok.de, schreiben Sie eine Mail an info@flok.de. Telefonnummern finden Sie auf der Homepage. Mein Name ist Raphael Netolitzki. Ich danke den drei Herren herzlich fürs Hiersein und ich hoffe, dass das fruchtet und große Früchte bringt, und fahrt nach Hamburg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.